Ja, hallo und herzlich willkommen mit einem ganz besonderen Replay, denn mit Patch 9.18 wurden die Artillerien überarbeitet und da will ich euch jetzt natürlich endlich auch mal ein Video zu zeigen und dafür habe ich mir den GW Tiger P heute rausgesucht und ja, ich habe einfach mal so ein bisschen mich auf Watch Replays umgeguckt, da ich jetzt nicht so viele Arti Replays zur Auswahl hatte und da dachte ich mir, ja, das sieht ganz schnieke aus, deswegen hier Malinowka ist natürlich ideal und er ist hier auch mit seiner 8er Arti Load hier, 8er, 9er, 10er Gefecht. Da sind wir mal gespannt, was er da jetzt reißen können wird. Gerade mit der neuen Mechanik umso spannender. Auf jeden Fall weiß er schon mal in etwa, wo er hinziehen will. Das ist auch die neue Arti-Ansicht eben, die möglich ist. Auch sehr schön, dass die endlich integriert ist. Und hier hat er gleich zwei, drei Gegner. Und da sollte doch hier ein bisschen was gehen. Ja, sehr schön. 719 Damage und alle Panzer gestunt. So soll das sein. Vielleicht sogar gleich die nächste Chance, alle wieder so anzuhitten. Und man sieht hier durch diese Ansicht, sieht man einfach, wie der Schuss in etwa fliegt. Ist halt hier deutlich bequemer und auch angenehmer. Schuss raus. Und jetzt weiß man natürlich nicht, wie es eingeschlagen hat, aber ist zu erwarten, dass auch hier wieder reichlich Stunts verteilt worden sind. An der Stelle würde es mich natürlich auch mal interessieren, wie euch so der Patch gefällt. Das wird, ist ja durchaus mal spannend, gerade in Form der Artis. Sowohl als Spieler als auch als Gegner würde mich das mal so interessieren, was ihr da so von haltet. Ich persönlich kann es auch mal ganz kurz erwähnen, finde die neue Mechanik super. Die Artis nerven katastrophal, so wie sie es gehört. Eine Arti soll auch weiterhin nerven, aber sie frustriert meines Erachtens nicht mehr so, weil es heißt immer, das passiert nicht so oft, aber mir persönlich ist es einfach doch häufiger passiert, ein, zwei Mal abends bestimmt, dass ich, und hier gleich nochmal, da hat er mal alle Bäume weggefällt. Ja, das ist doch schon so passiert, dass ein, zwei Mal abends ich fast one-geschottet wurde und das gibt's einfach nur nicht mehr und deswegen ist die Frustration weg, das Nerven ist weiterhin da, aber Nerven tut einen ja dann doch einiges im Spiel. Und hier der Schuss, oh, 465, der ist schon ordentlich, damit kann man schon arbeiten. Hier auf seine Lieblingsstelle will er wieder rüber gehen und man sieht halt, man ist da halt auch nicht wirklich safe. Oh, jetzt wurde auch die Besatzung durch die Betäubungsschaden nochmal ein bisschen mehr getroffen, 226 hat er da Unterstützung bekommen. Und er bleibt hier hinten weiter auf seiner Lieblingszone drauf. Am Ende der Runde wird sich dann auch herausstellen, wie viel Schaden er da in Summe reißen konnte. Und jetzt einfach auch nochmal blind dahin geschickt, aber wir haben gesehen, wie viel vorher dann da waren. Gut, möglich, dass da immer noch welche sind, weil die werden sich jetzt nicht sofort umjustieren, gerade wenn sie wie hier nicht offen sind. Ja, und er denkt sich, weißt was, ich habe weiterhin keine Ziele. Und falls da noch ansatzweise jemand steht, dann nehme ich den da halt einfach gern weiter seine Hitpoints. Natürlich hat er auch so ein paar Granaten, die er vielleicht noch aufbehalten sollte, sofern er Gegner hat, so wie hier. Da hat man gut gesehen, ah ja, doch, nee, hier, da wieder hin, wo er schon war. Also FV und so soll es sein. Schuss geht raus, Grille ist da nämlich auch. Und da jetzt hier
wieder Grille und FV gestunt. Und da gibt es jetzt schön auch nämlich die Kette wurde gezogen. Und das gibt ordentlich Schaden am FV. Super Supporting Damage, so soll es sein. Dafür ist die Arti jetzt da, um zu unterstützen. Und das macht er hier in Perfektion. Man könnte fast sagen, die Ruhe vor dem Sturm hier. Denn weiterhin wird der Gegner hier irgendwo stehen. Deswegen wird er wahrscheinlich nochmal einen reinsetzen. Und da stand da die Art jetzt leider nur, die Grille. Hätte er natürlich lieber gehabt, wenn er da auch den Damage angerechnet bekäme. Aber in dem Fall passiert hier leider nichts. Also dementsprechend null Schaden. Aber der Centurion, der bietet sich ja förmlich mit 97 Hitpoints an. Also der will ja unbedingt die Granate haben. Und man sieht halt diese schnelle Einzelzeit, aber ne, der wird schon. So, er hat noch 8 Granaten. Vielleicht sollte er es nicht immer alle da reinballern. Aber ich glaube, er macht es einfach wieder. 7-7. Das Ergebnis selber ist nach wie vor unfassbar knapp. Und dem ist wahrscheinlich auch total shit egal, dass er nur noch 8 Granaten hat. Er denkt sich, alles raus, was keine Miete zahlt. Aber er wartet hier nochmal und hofft zumindest, dass hier langsam mal der Spot kommt. Aber sein Team ist nicht so wirklich am Drücken. Klar, es ist ein unfassbar knappes und enges Ergebnis bis dato. Der Wind bläst trügerisch. Und jetzt ist es ihm hier. Hat er die Faxen dicke und nimmt den RV raus. Yo. Da sieht man, man kann auch mit Blindshots zum Ziel kommen und den Gegner unfassbar abfacken. So, jetzt drückt sein Team mal langsam weiter. Und vielleicht kriegt er jetzt ja die Möglichkeit, mal auf ein Ziel zu schießen, was er sieht. Da ist der VK. Und der T30. Da könnte wieder beide treffen. Granate ist gleich im Rohr. Und er bleibt jetzt auf den T30. Und der ging leider ein bisschen rechts daneben. Also der dürfte wohl im Splash gewesen sein. Aber was das an Damage bedeutet, wissen wir jetzt alle leider nicht. Jetzt macht ihr WT den aber gleich auf. Da sind wir ein bisschen schlauer, hoffe ich jetzt einfach mal. Na, der Waffenträger, der ist aber auch nicht ganz mutig. Und sein Team mit der Lorraine. Also sie kesseln die da jetzt schon gehörig ein, aber da muss man aufpassen, ist mir auch schon mal so gegangen, dass ich da vom Gegner so eingekesselt worden bin. Auf J0 war das und trotzdem habe ich da noch unfassbaren Damage rausbringen können, denn die Gegner sind alle einzeln gekommen und genau wenn das passiert, da freut man sich natürlich, weil da ist dann easy peasy. So, jetzt, da ist der T30. Der hat nur noch 728. Diesmal werden wir hoffentlich den Schaden sehen. Schuss ist raus und 342. Und hier wieder den Stun. Und in dem Augenblick müsste da sein Team mehr machen, um den T30 wirklich da rauszunehmen. Da ist so ein bisschen sehr, ja, sehr vorsichtig, würde ich es mal nennen. Weil wenn die Gegner schon, wenn die Arti schon stand, dann sollten die Gegner da ein bisschen mehr unter Druck gesetzt werden. So, der Ruhe, der hat damit seinen 716 Hitpoints definitiv so die Kragenweite, auf die man gerne schießen würde. Aber er macht es hier clever. Er ist hier teilweise am Abbremsen, dreht sich, bewegt sich, macht,
macht es da der Arti nicht leicht. Und jetzt steht er mal ganz kurz. Aber der ging so weit daneben, dass hier der Ru mal komplett außer Gefahr war. Seine letzten 4 Granaten sind jetzt am Start. Und da jetzt wieder der VK. Natürlich hier jetzt. Und ihr seht, wie schön schnell die Arti halt mittlerweile einämmt. Das ist sehr, sehr angenehm. Und eine ISO hat er da auch noch. Also da hat er jetzt wieder ein bisschen was vor der Brust, sage ich mal. Und jetzt sagt er hier auch, und der ging genau ins Ziel. Der hat perfekt gesessen. Oh, den hat er sogar angezündet und zerstört. Sehr schön. Der hatte ordentlich Hitpoints noch. Das war gut fürs Damage-Konto. Ist übrigens eines der besten Arti-Replays, die man derzeit finden kann von den XP her. Ich kann euch ja das schon mal spoilern. Vorweg 1633 XP hat er für diese Runde bekommen. Und klar, wir sehen bisher in Anführungszeichen nur 2000 Damage. Aber unterschätzt das alles nicht, was der da vorher an Blindshots schon gemacht hat. So, jetzt sagt er hier, Jungs, dahin, da kommt mein Schuss. Und jetzt ist er raus. Und da lässt er dem 6 HP noch stehen. Das gibt's ja gar nicht. 2 Granaten hat er sich noch aufgespart. 12 zu 12. Der Patton, der steht hier noch Spalier. Der ist jetzt aber auch raus. Das heißt, jetzt nur noch die ISO und den Ru, den es hier gibt. Das sind die letzten beiden Gegner. Bei ihm im Team noch der AMX und der E4. Ich denke mal, den Ru. Ja, die ISO wird jetzt sein Team machen. Aber nee, er bolzt mal raus. Und Schuss kommt an und Schuss macht ihn weg. Auch wenn es nur 8 Hitpoints waren. Aber lieber so, als dass auf einmal sein AMX da noch unter die Räder kommt. So, und jetzt wartet er wohl hier auf den Ru, weil er kann sich schon denken, da könnte er kommen. Und er schreibt es auch, die letzte Granate. Die muss es jetzt richten. Und da ist er auch schon. Der Ru sitzt sofort, 491 Hitpoints. Und da nimmt er den auch raus. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil jetzt kann ich es aufklären. Wir haben 2700 Damage angezeigt bekommen, aber durch seinen Blindgeschott hat er in Summe 5200 gemacht, also fast nochmal das Doppelte von dem, was wir gesehen haben. Da sieht man einfach, wie gut der Radius der Arti mittlerweile funktioniert und wie viel Schaden man auch noch machen kann, sofern es der Gegner wie hier erlaubt. Ja, das war mein Replay von einer Arti. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, eure Meinung zur Arti ganz besonders würde mich jetzt interessieren. Daher schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.